Korruption ist in Russland gang und gäbe. Umso mehr bei solch teuren Prestigeprojekten wie die Fußball-WM, wo Präsident Putin das Land in bestem Glanz präsentieren will. Am Beispiel von St. Petersburg zeigt der Beitrag von Christoph Franzen, wie sich Regierungstreue am Großprojekt bereichern und wie die Kosten schon jetzt explodieren. Es ist nicht so, dass die Arbeiter auf der faulen Haut liegen würden. Aber dennoch hat der Bau des neuen Fußballstadions St. Petersburg mächtig Verspätung. Und das Stadion dürfte am Schluss gegen 1 Milliarde Franken kosten. Fast 5-mal so teuer wie ursprünglich geplant. 2018 sollen hier Spiele der Fußball-WM stattfinden. Beim Baubeginn 2006 hatte man das noch nicht gewusst. Die heutigen Bauherren machen die hohen Anforderungen des Weltfußballverbandes FIFA für die massive Kostensteigerungen verantwortlich. Das hier ist inzwischen ein Luxusstadion, multifunktional fürs ganze Jahr. Die Kostensteigerung kann man objektiv damit erklären, dass wir die Anzahl Zuschauerplätze um 1/3 erhöhen mussten. Zudem haben wir ein schließbares Dach und einen beweglichen Boden. Auch neue Straßen zum Stadion müssen hin. Andere FIFA-Forderungen sorgen für Schmunzeln. Wenn hier zum Beispiel ein Fan eine Fackel hochhält, dann gibt es sofort ein System, das zielgerichtet einen Wasserstrahl auf ihn wirft, der das Feuer sofort auslöscht. Das ist die allerletzte FIFA-Forderung. Die Petersburger Staatsanwaltschaft sieht andere Gründe für die hohen Kosten. Gegen die ehemaligen Bauverantwortlichen hat sie kürzlich ein Verfahren eingeleitet. Hinterziehung von rund 13 Millionen Franken. Dabei sei alles noch viel schlimmer, sagen sie. Ein Journalist von Radio Svoboda und ein Stadtparlamentarier. Ihre Recherchen zeigen, gegen 200 Millionen Franken Steuergelder sind hier wegen Korruption und Unterschlagung verschwunden. Es wurden hier Riesensummen gestohlen. Das ist der wahre Hauptgrund für die massiven Mehrkosten. Bei der geschätzten Unterschlagungssumme von rund 200 Millionen Franken stützen wir uns auf Zahlen des russischen Rechnungshofs. Die WM 2018 wird in 12 Stadien in 11 verschiedenen Städten stattfinden. Die meisten Stadien müssen neu gebaut werden. Dazu braucht es neue Hotels, Straßen, Zugverbindungen. Die russische Regierung verspricht, dass man mit knapp 20 Milliarden Franken über die Runden komme. Allerdings, die Erfahrung zeigt ein ganz anderes Bild. Wichtige Sportevents wie die Olympischen Spiele von Sotschi oder letztes Jahr die Universiade in Kasan waren 4- bis 5-mal teurer als budgetiert. Kostenexplosionen für die Steuerzahler. Die politischen Verantwortlichen bleiben dabei meist unbehelligt. Ehemalige Verantwortliche haben inzwischen hohe Politposten in Moskau. Es sieht so aus, als ob es einen Befehl von ganz oben gibt. Niemand wird bestraft. Niemand soll hinter Gitter kommen. Es ist ein weiteres Reklameprojekt für Präsident Putin und seine Elite. Darum will man keine Skandale. So dürften denn die Weltmeisterschaften in Russland ähnlich werden wie die Olympischen Spiele von Sotschi. Gut organisiert, mit topmoderner Infrastruktur, zu astronomischen Preisen. Nach Sotschi jetzt also bereits das nächste Prestigeprojekt, die Fußball-WM, das alle Dimensionen bricht. Peter Gissin, was bezweckt denn Wladimir Putin eigentlich damit? Nun, ich denke, der russische Präsident wird versuchen, eben Russland trotz seiner Rückständigkeit als topmodernen Staat darzustellen in der ganzen Welt, gewissermaßen als Weltmacht auch in Sachen Fußball, in Sachen Sport. Innenpolitisch vor allem wird er dann gleichzeitig versuchen, von den hausgemachten Problemen abzulenken, von der anstehenden Wirtschaftskrise und den Bürgerinnen und Bürgern weiszumachen versuchen, dass eben die Reformen im Gesundheitswesen und so weiter in der Wirtschaft warten müssten, weil jetzt eben Russland ganz Wichtiges zu tun habe, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaften durchzuführen. Trotzdem, fürs Großprojekt werden viele Staatsgelder vergeudet. Gibt es denn keinen Widerstand gegen das Großprojekt?
Im Moment nicht. Und man muss sehen, beispielsweise in der Schweiz oder in Deutschland, Frankreich und so weiter, da gäbe es natürlich, wenn Parlamentarier beispielsweise in den Parlamenten sehen würden, dass Gelder, Staatsgelder unsachgemäß eben eingesetzt würden, da gäbe es Proteste und Untersuchungsausschüsse und so weiter. In Russland ist das nicht der Fall und auch die Opposition, die wurde gerade unter dem jetzigen Präsidenten eben absolut klein gemacht. Und ich denke, die Politiker, die allenfalls noch intervenieren könnten, die versuchen nicht zu kritisieren, sondern eben möglichst auch von diesen Geldern, von diesem Tropf eben profitieren zu können. Danke nach Moskau. Danke, Peter Giesling.